Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Und wie versprochen, machen wir uns jetzt auf die Jagd nach den Datacrons. Ich muss erstmal gucken. Der Auftrag, was ist hier denn? Da will ich auch noch hin. Ich will den ganzen Planeten erkundet haben. So, aber wir müssen zuerst mal zur Menet-Insel, denn da liegt das erste Datacron versteckt. Es ist wieder eine kleine Rundreise über ganz Ort Mantell. Gibt hier drei Datacrons. Und da machen wir mal. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle einen kleinen Ausflug vorgesehen. Vor allem brenne ich darauf, meinen Gefährten im Einsatz zu sehen. Ich meine, haben wir ja schon gesehen. Aber der war etwas stärker. Der Level 19er da. Unserer korrupten Regierung hier. Sie sind hier, um gegen die Separatisten zu kämpfen. Punkt. Ich glaube, da tust du ihnen Unrecht. Du lebst in einer Traumwelt. Das war jetzt ein Gespräch zwischen einem hoffnungsvollen Bürger und einem skeptischen Bürger. So, wir starten hier. Richtung hier Nordosten. Ist das Nordosten? Naja, nicht ganz Nordosten, oder? Egal. Wir laufen erstmal hier hin. So, wo müssen wir denn hin? Wartet durch das Wasser auf die Insel zu. Am Strand entlang laufen, bis man da irgendwo Elite-Gegner sieht. Mache ich mal. Denn der Elite-Gegner, beim Elite-Gegner soll das Datacron irgendwo sein. Also die haben auf jeden Fall keine Chance. Elite-Gegner oder nicht. Nein. Weiterlaufen. Notfalls laufe ich einmal um die ganze Insel. Ist mir scheißegal. Ich will die drei Datacrons. Und die hole ich mir. So, Punkt. Ich glaube, Nordosten ist eine andere Richtung. Nordosten müsste ich eher so laufen. Die Richtung. Ich laufe jetzt einfach mal. Moment, Nordosten hier oben. Gut. Ich laufe etwas. Ich mache einen kleinen Umweg. Ein bisschen joggen. So. Warum nicht? Auf jeden Fall sind Datacrons zwei Sachen: A, gut versteckt. Und B, schwer zu erreichen. Das ist einfach so. Werden wir bei den Datacrons auf Coruscant, werden wir das auch sehen. Beziehungsweise die meisten, so wie wir das eine, was wir da gesehen haben, das war ja nicht schwer, nicht besonders gut versteckt. Es war einfach nur, ist zwar offensichtlich, wo das ist, aber keiner weiß, wie man da hinkommt. Das ist bei manchen Sachen natürlich auch, blöd. Bist du ein Elite-Gegner? Nö. Du bist ein Flachwasser-Razoron. Mach den mal platt. Ziel neutralisiert. Denn das gibt einen schönen Kodex-Eintrag. Hehe. Wusste ich vorher. Ah, da ist es. Man sieht es. Da, genau da. An den blöden Sonden vorbei. Was, Separatisten? Landvermessungs? Na, nur Vermessung. Ist aber ganz schön vermessen. Da ist der Big Boss. Gut. Big Boss kann man jetzt nicht sehen. Oh, guck mal, die Gefangenen laufen weg. Wie nett. Möchtest du jetzt mal helfen? Ey, du Arsch, das kann ich auch. Guck mal. Das ist nicht nötig. So, hier in dem kleinen Loch haben wir einen Datacron. Meins. So, den Matrix-Splitter hätten wir. Der Berg im Nordwesten von Ort Mantell. Nordwesten. Oh, nein.
da. Naja. Auf jeden Fall kriegt man hier immer schön Geschichten. Und wenn ich die Geschichten habe, dass sie so ein bisschen Sinn ergeben, so von Geschichte 1 an, dann kann man die auch mal zeigen. Aber, naja. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal hier durch. Kann man hier schwimmen? Nö. Wie blöd. Sieht so tief aus und der läuft hier so durch. Und ist noch nicht mal nass. Naja. Zum Glück ist dann noch genug zum Verbessern. So, einmal raus aus dem Wasser. Und dann hocken wir uns mal ins Taxi. Taxi. Dorf Oradam. Ihnen stehen folgende Routen zur Oder lieber Verfügung. Der. Nö, Dorf Oradam. Passen Sie auf sich auf. Hui. Dorf Taloran. Forganik. Als nächste Station müsste dann Oradam kommen. Müsste. Bin mir jetzt nicht sicher. Nö. Avilatan Ödnis. Schade. Erst jetzt das Dorf. Abspringen! Ach ja, geht ja nicht. So. Wir sind da. Unser Gefährte ist da. Direkt vor dem Berg aus südöstlicher Richtung. Südost, also hier. Pi mal Daumen. Hier ist der Berg. Ach! Das ist das, was wir gesehen haben. Gut. Es könnte übrigens sein, dass diese Folge länger wird. Könnte sein, muss nicht sein, weiß ich nicht. Ich werde jetzt erst die Datacrons jagen. Danach werde ich da unten das kleine Fisselchen noch entdecken. Und dann geht's zur Flotte. Auf der Flotte haben wir dann wieder 7 Millionen Sachen, die wir machen müssen. So unter anderem Klasse erweitern. Da oben. Da ist es, meins. Mein Schatz. Uah. Hässliches Vieh. Hat er nicht gehört. So, ich gehe mal hier runter. Nein, das ist mir zu steil, das mache ich nicht. Ich nehme hier diesen etwas abgeflachten Weg. Ja. Diesen sehr abgeflachten Weg. Ach nö. Ich muss jetzt nicht alles und jeden umnieten. Ach, die ganzen Safribs rennen ja jetzt hier rum. Ich hab's ganz vergessen, dass die hier rumrennen. Safribs oder Separatist? Separatist. Können wir die Separatisten mal. Und Schuss. Fertig. Das finde ich so nett, die Gefährten, die machen die ganze Arbeit. So, wir sind jetzt hier. Lauft links an dem Teich vorbei. Teich? Ach, da. Links dran vorbei. Also da hoch, okay. Dann, also ich habe hier so einen schönen Guide, also. Und haltet euch dann rechts an der Felswand des Bergs. Gut. Also hier. Ich sollte den Guide vielleicht komplett lesen, bevor ich, wäre vielleicht besser. An der Felswand befindet sich eine Felsformation, die hochspringt. Ah ja. Gefunden. Na, hopp. An der wir hochspringen. Jo. Jetzt müsste das Datacron doch schon da sein, oder? Jo.
Hier ist dann unser... Vorsicht, hier sind Krater. Fast voll reingesprungen. Zwei. Und hier ist das nächste. Ein Datakron. Juhu. Vielleicht könnt ihr noch mehr finden. So, Nummer 12. Okay. Und jetzt müssen wir... ach du Schande. Bindepunkt, Koordinaten. Ja, hier geben die alles in Koordinaten an. Das ist ein bisschen doof. Koordinaten gefunden. Minus 6. Oh, warte, man... Die? Ah, hier irgendwo. Hier muss ein Bindepunkt. Hier ist ein Bindepunkt? Wo ist hier ein Bindepunkt? An der Separatistenfestung. Also hier ist irgendwo ein Bindepunkt. Und zwar Pi mal Daumen hier so soll ein Bindepunkt sein. Kleinen Moment mal. So, da bin ich wieder. Und ich habe den Fehler entdeckt. Kleiner Schreibfehler bei dem bei den Erstellern dieses Guides. Der Videoguide ist da etwas genauer, sag ich mal. Und ja. Dann laufen wir mal. Denn dieses Datacron ist wirklich verdammt weit weg. Beziehungsweise ist eine verdammt große Strecke zu laufen. Wenn man kein Taxi hat. Oder einen Bindepunkt, den man nutzen kann. Was ich momentan beides nicht habe. Juhu. Na, läufst du wohl. Und zwar... Weißt du was? Ey. Nicht euer Ernst. Und Schuss. Voll ins Reden vertieft, nicht gemerkt. Einfach den Weg weiterlaufen, scheiß drauf. Und zwar wäre der Startpunkt irgendwo hier. Und wir müssen bis hier. Hier ist das Datacron. Also ziemlich weit zu laufen. Wenigstens können wir am Rückweg das Taxi nehmen. Schnellreisbindepunkt da. Aber wie wir hier hinkommen, ne, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hier über aus Forganik und dann so. Mal schauen. So, da ist der Bindepunkt, den wir hätten nutzen können. Und. Hier sind wieder überall die Idioten. Naja. Ich werde hier rumgehen. Auf dem Weg sollten uns keine Feinde begegnen, hoffe ich mal. Also in diesem Videoguide habe ich lediglich so ein paar Viecher gesehen, die dann so, ja, diese Flussviecher, die wir da, wovon ich gerade eins geschlachtet habe, mit dem Codex-Eintrag, die neutralen. Oh, doch, da sind welche. Naja. Gut. Dann werden sie sterben. Ziel neutralisiert. Jo. Gut gemacht. Hast du fein gemacht. So. Dann einfach hier runter. Und diesem 30 Kilometer langen Weg folgen. Okay. Der ist sogar noch freundlich. Wie nett. Wie freundlich von ihm. Genau diese Razzorons.
Ich halte mich mal ein bisschen an der Felsbank, an den Felsbank, genau. Hier an den Felsen. La la la. Das ganze Gerände ist halt ein bisschen doof, aber gut. Was soll's? Wir sind ja gleich da. Dann nach Forganik zurück, hier eben entdecken und gut ist. So. Fast geschafft. Da sieht man's. Da ist es. Da. Schön an dem Schimmer erkennbar. Und das meine ich halt mit diesen Datacrons. Sie sind häufig so abgelegen. Da läuft eigentlich ziemlich selten einer hin. Aber ich mach das. Ne, auf dem Planeten finden wir nichts mehr. So, wir haben hier 12, 13 und 14 die Geschichten. Zurück nach Forganik. In die Kantine. Ja, damit hätten wir die Datacrons. Jetzt müssen wir nur noch das kleine bisschen da entdecken. Auch nicht unbedingt viel. Ich glaube, das ist ein Gebiet. Ich weiß es gar nicht. Und ehrlich gesagt, das ist mir jetzt auch egal, denn das werden wir jetzt rausfinden. So, hier rum. Hier an denen vorbei. Da hört der Weg einfach auf. Schön scheiße. Aber ich glaube, da kann man hochhüpfen. Ich habe das noch nie gemacht hier, deshalb weiß ich das nicht. Aber sieht gut aus. Nein. Zumindest hier. Na, auch nicht. Ich will hier hoch, Mann. Anlauf. Anlauf. Mist. Scheint nicht so ganz zu funktionieren, aber ich will hier hoch. Geht doch. Mein Gott. So, jetzt gehen wir hier weiter. In die Richtung. Um das Gebiet zu entdecken. Vulkan. Hier bringe ich mich wahrscheinlich um, wenn ich hier runterhüpfe. Gibt es hier keinen Weg runter? Mein Gott. Ah. Du hast die ganze Karte von Ort Mantell angesehen. Und schon sind wir fertig. Auf zur Flotte. Bei sowas bin ich ehrgeizig. Da will ich wirklich mehr oder weniger alles entdecken. Ja. Dann einmal schnell zum Raumhafen. Schöne Kanone. Schöne ist ja, man kriegt ja immer eine Kanone. Egal, oder was auch immer. Egal, wie man sich entscheidet, man kriegt immer noch eine Waffe dazu, die man braucht. Meistens jedenfalls. Also man kriegt immer einen Ausrüstungsgegenstand für... Wie lange noch? Eine Woche, dann geht's ab nach Coruscant zu den Offiziersprüfungen. Ich glaube, die haben mich hier stationiert, um mich zu provozieren. Ich würde ja Wachdienst jederzeit den Patrouillegängen vorziehen. Kein Witz. Wenn es darum geht, 18 Stunden hier stramm zu stehen oder noch einmal die Straße nach Oradam zu gehen? Nein, danke. Also ich würde lieber die Straße gehen, aber gut. So, wir müssen dann einmal hier rum. Ah, zurück zu den Ausrüstungsgegenständen. Ganz kurz. Wir kriegen wahrscheinlich hier das für unsere Haupthand. Denn da haben wir nichts Vernünftiges für. Ein Jedi-Ritter ist angekommen. Hallo. Tschüss. Jedi
Wächter? Wächter? Die mit den zwei Lichtschwertern, die kriegen da ein zweites Lichtschwert dazu. Die, die mit nur einem Lichtschwert, kriegen ein anderes Teil für ihre Haupt, für ihre Nebenhand und so weiter und so fort. Kriegt halt jeder immer was, was er braucht, brauchen könnte. Flotte. Hui. So, den Ladescreen habe ich jetzt einfach mal so übersprungen. Was können wir denn hier? Achso, seine Ausrüstungen. Was nehmen wir denn da? Geht das? Nein, das geht nicht. Scout? Stadtgefecht? Oder Dschungel? Ich würde sagen, die Dschungelausrüstung. Ich weiß nicht wieso. Gucken wir mal. Sowieso überall dasselbe drin, also ist ja auch besser. Ich hoffe. Jo. Ah, okay. Ist dann so leicht grünlich. Armschienen. Ja. So, jetzt gebe ich dem mal so den ganzen Scheiß, den ich nicht brauche. Haben wir noch einen Gürtel für ihn? Nö, haben wir nicht. Schade, Pech gehabt. Leider verloren. So. Weiter geht's. Hier eher Fettknarre in der Hand. Als wäre die nichts. Die hat so ein... Egal. Planetare Ankünfte. Das finde ich übrigens cool. Hier geht's... nicht mehr nach unten, aber... sehr weit nach oben. Und genau da wollen wir jetzt hin. Nach oben. Da wird einem schwarz vor Augen bei dieser Aufzugsfahrt. Hallo. Ah. So, jetzt sind wir ganz weit oben. Und es geht ziemlich weit nach unten. Ja, herzlich willkommen hier auf der Carrick-Station. Republikanische Flotte und so. Hallo. Captain Jeffries. Guten Tag. Willkommen, Lieutenant. Steht bequem. Eure Leistungen im Dienste der Republik und eure Stellung als kommandierender Offizier des Chaos-Trupps haben euch zur Spezialfortbildung qualifiziert. Danke. Diese Fortbildung wird eure gesamte Karriere begleiten. Ihr werdet die neuesten Kampftechniken kennenlernen und die beste Ausrüstung erhalten. Meinen Glückwunsch. Ihr habt die Erlaubnis, am Vorhut- oder Kommandoprogramm teilzunehmen. Sprecht mit eurem Ausbildungsoffizier, wenn ihr euch entschieden habt. Wenn wir hier fertig sind, melde ich mich sofort bei meinem Ausbildungsoffizier. Wir sind hier fertig, Lieutenant. Viel Glück bei eurer Entscheidung und euren weiteren Missionen. Wegtreten. Jawohl, Sir. So. Kommando und Frontkämpfer sind hier die erweiterten Klassen. Nehmen wir auch mal eben mit, und da wir sowieso hier schöne Runde machen, nehme ich zuerst hier die Crew-Fähigkeiten mit. Crew-Fähigkeiten kann man hier, 3 Stück, eine Handwerksfähigkeit und der Rest ist egal. Und ja, mit diesen, nein, will ich jetzt noch nicht trainieren. Ich will erstmal nur die Codex-Einträge sammeln. Nein, will ich auch nicht. Ich laufe einfach so durch. Und ja, also durch die Handwerksfähigkeit kann man halt Sachen herstellen. Und durch die anderen zwei, es gibt dann noch Missions- und Sammelfähigkeiten. Mit diesen Fähigkeiten kann man halt, ja, die Sachen zusammen sammeln und die man halt braucht. Ich glaube, sie ist auch gerade auf dem Weg hier. Plündern. Hacken. Es gibt insgesamt 14 Fähigkeiten, 14 Crew-Fähigkeiten, 3 Stück kann man lernen. Und ja, 4 Missionsskills. Und ich weiß gar nicht, wie die anderen beiden verteilt sind. Archäologie und Bioanalyse. Ach ja, die Sammelskills heißen Sammelskills.
weil man damit sammelt. Ganz einfach. Nur, also es gibt Missionen für den Missionsskill und für die Sammelfähigkeit. Kann man halt Missionen machen. Nur mit dem kleinen Zusatz, bei der Sammelfähigkeit kann man auch auf dem jeweiligen Planeten Sachen sammeln. Hallo? Sündfertigung? Ja, brauchen wir nicht. Cybertech. Könnten wir brauchen? Wäre schon mal eine Idee. Mal schauen. Waffenbau. Auch nicht schlecht. Rüstungsbau. Nicht schlecht. So. Wir haben alles abgesammelt. Crewfähigkeiten. So, schauen wir erstmal bei Cyber. Na, Biochemie machen wir eher nicht. Biochemie ist ein Skill, damit kann man eigene Medipacks herstellen und sonst was. Aber, naja. Cybertech macht so Modifikationen. Na, ich weiß ja nicht. Rüstungsbau? Na, ich glaube, Rüstungsbau machen ist auch nicht so. Kunstfertigkeit können wir sowieso nichts mit anfangen. Kunstfertigkeit ist so, ja, damit kann man Lichtschwertkristall und alles herstellen. Das ist nicht so das, was wir so brauchen. Sündfertigung ebenfalls nicht, denn damit stellt man Rüstungen her für Jedis, beziehungsweise für Machtanwender allgemein. Dann haben wir noch Waffenbau. Ich weiß jetzt nicht, ob man das... Ich glaube Waffenbau, aber ich guck mal kurz bei Ermittlungen. Ja, perfekt. Wir nehmen Waffenbau. Plündern und ermitteln. Ah, Waffenbauausbilder, perfekt. Hallo. Trainieren. So. Mal hinne. Danke. Nehme ich das auch nochmal eben mit. Hä? Wieso redest du mit mir? Egal. Ich ignoriere ihn erstmal. Also wie ihr hier seht. Waffenbau. Kann man hier so Blastergewehr, Blasterlauf, Blasterpistole, Scharfschützengewehr, Sturmkanone und verschiedenes. So, Messer und dann so ein paar andere Sachen. So. Dann müssen wir Ermittlung und Plündern. Archäologie. Hacken. Plündern. Perfekt, da hinten. Hallo. Yep. Plündern haben wir jetzt auch. Damit kann man Droiden, die man abschlachtet, zum Beispiel auch so plündern. Den ganzen Schrott da außen nehmen. So, und jetzt Ermittlung. Nein, das ist... ganz hinten. Juhu. Hier haben wir dann noch die Ermittlung, die wir auch noch brauchen. Hi. Danke. So. Das sind jetzt unsere drei Skills. Wir haben hier einmal den Waffenbau, habe ich schon gezeigt. Kann man die Pistolen alle, die Waffen alle bauen. Sturmkanone. Plasmawerfer. Also ist schon mal besser als seine Sturmkanone. So. Dann plündern. Kann man hier Metalle und Gemische plündern. Und ermitteln. Gefährtengeschenke, erforschte Gemische. Und so. Alles, was man so braucht. Und sobald wir einen weiteren Gefährten haben, schicke ich die... Ist einer auf jeden Fall mehr oder weniger fast ständig unterwegs. Ich schicke den Kerl jetzt mal eben weg zur Plündermission. Was plündern wir denn mal? Metalle. Tschüss. Ich kümmere mich darum. Und weg ist er. Man sieht unten links, hier, wie lange er noch weg ist. Noch knapp 3 Minuten. Und in den 3 Minuten kümmern wir uns mal um Sofortbildung. Hopp.
So. Hier sieht man übrigens sehr gut Jedi-Ritter, Jedi-Botschafter, Soldat, Schmuggler. Wer sich nicht sicher ist, Soldat und Schmuggler, Zeichen des Chaos-Trupps, Credit-Zeichen. Ganz einfach. Also das ist echt recht einfach zu erkennen. So. Hier ist unser Ausbilder. Noch einer von denen. Das Kommando kündigt immer wieder neue Taktiken an. Oh, gut zu wissen. Und hier ist der Spezialisierungsausbilder. Guten Tag. Laboram Amga. Mamni Nikan. Nagnaya Mamni Kamgam. Nulilak Apajam Kamgam. Amka Nemnang. Ampa Nemnang Memua Inok. Nimgam Manik Naki Oya. Makini Argam Ki Mama Wawak. Ikup Naya Nelama. Ja, welchen Weg wählen wir? Das hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Das nehmen wir mal mit. Wir haben Kommando und Frontkämpfer. Der Kommandosoldat ist hier Heal und Schaden. Und der Frontkämpfer ist hier der Tank und Schaden. Sturmkanone, Blastergewehr, beide schwere Rüstung und Kraftzellen. Also... was wir hier auch haben, Munition. Ich schau gerade mal. Fähigkeitsbaum, Kommando, Gefechtssanitäter, Artillerist, Angriffsspezialist. Ich denke, ja, wir werden auf jeden Fall den Heal nehmen. Aus mehreren Gründen. Der Ende davon ist, dass ich noch keinen Heal habe. Und deshalb spezialisieren wir uns erstmal auf den Kommandosoldaten. Lassen wir erstmal. Jetzt müssten wir eigentlich im Inventar eine kleine Kiste finden. Jawohl. Eine fette Waffe und ein Kraftgenerator. Lege ich beides direkt an. Generator anlegen, fette Waffe anlegen. Hehehe. Sieht schon mal, macht schon mal mehr her. Die Waffe. Und hier kann man noch ein paar neue Skills lernen. Selbst der Chaos-Trupp könnte von einem Veteran was lernen. Ladungsschüsse. Und... ah ja, Heal. Vorsicht da draußen. Ich werde das ein bisschen sortieren müssen. Ah, mein Kollege ist wieder da. Moin. Alles erledigt. Gut. Die Heal-Skills packe ich mal hier hin. Ich lass sie mal eben laufen. Gucken. Der sollte eigentlich nicht den heilen. Okay. Aber das funktioniert super. Geheilt. Aber hier kann man es besser erreichen. So. Das haben wir dann. Hier oben kann man halt Fähigkeitspunkte, 2 Stück bis jetzt, dazu packen. Ja. Das ist immer praktisch. Vermächtnis. Du hast dein Vermächtnis erstellt. Die Funktionen folgen bald. Sehr nett. Und... da ist was, was wir annehmen können. Ich wähle dich mal nicht mehr an. Oh. Einmal wieder das. Verteilung der freien Galaxis. PvP. Jo, angenommen. Akzeptiert. Dann laufe ich mal noch ein bisschen weiter. Ich nehme noch ein paar Quests hier an. Erstmal fette Knarre auf dem Rücken. Schultern. Hier unten gibt es noch eine Quest zum Annehmen. Und die beiden Quests werde ich hier tatsächlich noch machen. Auf der Flotte. Werde meinen Gefährten zwischendurch immer wieder wegschicken. Und einmal nach unten. Crosshand-Abflug bitte. Danke. So. Hier haben wir noch eine Quest zum Annehmen. Da ist die Fähre nach Coruscant. Wir nehmen aber den anderen Weg. Flashpoint die Acelis. Oder Acelis. Wie auch immer man das betonen möchte. Yakmanala. Bomogala Apayan. Nelama Imi Amka Angam. Naya Narankam. Kala Ama Mani Mami. Lebigbak. Endlich gute Neuigkeiten. Mim Ilik Meraka. Naya Naram. Kam Kalu Amikmanik.
Manala Yang Perlo. Amka Kalami Nayakira Nubua. So. Das erstmal jetzt von mir. Ich beende die Folge und in der nächsten Folge, also direkt jetzt, geht's direkt weiter mit der Aes Sedais. Also, tschüss.